Ja, eigentlich, ich bin immer da. In Sovengrade bin ich immer. Also ich fühle mich wie zu Hause sozusagen, weil Punkt 1 ist nicht nur meine Frau hier gewesen und dazu auch gestorben. Und außerdem meine Sohn, meine Kinder sind hier geboren auch. Ich bin gebunden in diesem Museum. Dazu kommt noch dieser Vorteil, dass jetzt haben wir diese genannte soziale Ästhetik, was ich also am Anfang schon sehr bedrückt und gedrückt habe und sagen wir, mehr oder weniger die Leute überredet und überzeugt haben, scheinbar die Andrea, die neue Direktorin, scheinbar will ich also tatsächlich die Sache konkretisieren, materialisieren mit neuen Ideen, freue mich darüber. Und deswegen habe ich jetzt hier dieses Environment gemacht, was einfach schon vor 2 Jahren gemacht mit der Custos Yerney. Und der ist einfach ein guter Mitarbeiter. Jetzt wird mit der Zeit viele Dinge wahrgenommen, was früher nicht ganz genau wahrgenommen wurden. Ja, diese Environment, Rest Europa, also ist natürlich eine ganz interessante Geschichte, dass ich, wie schon in Deutsch und in Slowenisch, da steht die Übersetzung, habe ich aus vielen Ländern, diese Kulturländer, so wie Griechenland, Zypern, Malta und Sizilien, habe ich die Steine genommen, bearbeiten, Resten, bearbeitet, das sind einfach Reste, dass sie uns in Erinnerung bringen, diese wahnsinnige Kultur, dass sie schon vor 3.000, 4.000 Jahren da war, müssen wir als Europäer wahrnehmen und zeigen, was für Kraft haben wir, also von Idee, von früher. Und dazu diese Kraft, dass wir haben, diese Energie müssen wir jetzt verwenden und nicht uns von irgendwo fremden Ländern beeinflussen lassen. Was fremde Länder dazu, dass sie nicht unbedingt sozial, sondern wirtschaftlich, aber sehr kapitalistisch, wenn wir wollen, nicht vernünftig genug. Und dazu noch uns zwingen, auch Kriege zu machen, also und Geschichte zu entwickeln, dass er anormal und verseucht von Gierigkeit, sonst nichts. Ja, dieses Projekt ist fertig. Also das ist kein Problem. Ich habe diese Steine in diese Länder gesucht, genommen, geschleppt und gebracht. Aber das ist einfach ein Konzept, das sehr behindert ist. Dieses Konzept, diese Environment bleibt hier im Museum. Und da wird natürlich nächstes Jahr eine neue und immer neue, immer. Und ich kämpfe, ich werde immer noch da sein. Präsent und ich werde immer versuchen, Botschaft zu geben, Message zu geben, dass einfach die Vernunft nicht in Frage, sondern die Vernunft eine Tatsache ist und nicht diese Gierige und diese Form, dass er uns nur ruiniert kann. Deswegen werde ich immer solche Environment, nicht genauso wie den, aber sagen wir, solche Projekte, das ist immer nur Botschaft, also für eine soziale, humane Welt.